Ist Ihrer Erfahrung nach jetzt auch mit der Valera Academy, auf die wir dann noch später im Detail zu sprechen kommen, das Hinterfragen etwas, was die Menschen zunehmend sich wünschen, statt der Verschlagwortung, die wir vermutlich in der gesellschaftspolitischen Debatte doch verstärkt erleben seit einigen Jahren? Ja, je mehr ich Moral in den Vordergrund schiebe, moralische Postulate aufstelle, desto mehr entsteht bei mir der Verdacht, da fehlt es an Ethik. Mhm. Denn was ist denn Werte? Werte ist sozusagen verwirklichte Kultur. Wertekultur sprechen wir auch von. Kultur ist Werteverwirklichung, umgekehrt auch. Und das bedarf einer Ethik. Und eine Ethik, die kann ja nicht frei im Raum schwimmen. Was ist gut, was ist böse, was ist gerecht, was ist ungerecht. Sie braucht sozusagen eine Metaethik. Das nannte man immer in der klassischen Philosophie Metaphysik. Also das, was hinter den offenbaren Dingen hinterliegt, was ist der tiefere Sinn des Menschseins. Und wenn Sie da jetzt nachfragen würden, dann gibt es da komplette verschiedene Auffassungen, die werden aber zugekleistert. Und wenn man sich auf einen Kanon einigen will, wo man jetzt sagt, das ist aber jetzt feststehendes Wissen, das sind jetzt wirklich mal Wahrheiten, wer die nicht vertritt, der verbreitet Fake News, der schwurbelt, das ist ein Verschwörungstheoretiker, der erzählt falsche Narrative, mit denen können wir im Alltag nichts anfangen, dann wird plötzlich aus Follow the Science, Follow my Politics. Das ist der eigentliche Kernbestand dahinter. Und das heißt, ich habe dann bestimmte Meinungen, die sich einfach machtpolitisch durchsetzen. Die werden auch nach einem berühmten Diktum der Kanzlerin Angela Merkel alternativlos gesetzt. Und notfalls muss zum Beispiel in Corona-Situationen auch durchregiert werden, auch gegen Meinungen von anderen. Dann wird eine Wissenschaftsmeinung, die nun mal die vorherrschende ist, als obiter Diktum gesetzt und dem hat alles nachzufolgen. Mhm. Und wer das hinterfragt, der begibt sich auf ganz gefährliches Terrain. Das kann losgehen, dass er erstmal diskriminiert wird, indem er abgestempelt wird mit den schon zitierten Begriffen. In einer zweiten Phase kann er auch exkludiert, also ausgeschlossen werden, bis hin zu persönlichen Nachteilen. Zum Beispiel an Universitäten, dass man dann keine Lehrstühle mehr erhält, beziehungsweise Studenten und wer auch immer Eingaben machen, den entsprechenden Professor vom Katheder zu entfernen. All das haben wir ja seit 68. Das sozusagen unter dem Talaren waren damals noch die Professoren, hatten noch so eine Art Mantel an, wie das in anderen Ländern noch nach wie vor Tradition ist. Also unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Die müssen weg, die sind nicht mehr im gesellschaftlichen Konsens. Es wird aber nicht mehr hinterfragt, warum. Es wird nicht mehr offen diskutiert. Es findet ein Meinungskorridor, eine Verengung der Debatte statt und die Wissenschaft, Großbuchstaben die, ist dann eben nicht mehr ein offenes System, sondern ein geschlossenes System und sie hat der Politik zu folgen im Sinne, wir vermitteln hier keine Informationen und Erkenntnisse, sondern wir prägen Haltungen. Ja.